Ja. Gut. Also wir sind jetzt in der Diatonik. Diatonik heißt, wir haben jetzt einen G7-Akkord. So. Der G7 ist die fünfte Stufe, ist jetzt in dem Fall erste Stufe, ja, bei dem Lied. Aber trotzdem ist er jetzt diatonisch betrachtet die fünfte von C-Dur, also tonleitermäßig betrachtet, C-Dur. Die anderen Stufen von C-Dur werden dann D-Moll, E-Moll, F-Major und wieder G7 natürlich und A-Moll. Und du kannst jetzt ohne weiteres über den G7 zum Beispiel ein D-Moll 7 spielen. D-Moll 7 ist die zweite Stufe. Jetzt haben wir da Grundton, Terz, Quint und kleines Sept. Wenn wir das jetzt als G7-Akkord analysieren, dann ist es nicht mehr 1, 3, 5, 7, sondern ist es D die Quint von G7, das F ist das kleine Sept, das A ist die 9 und das C ist die Sus 4. Das heißt, dieser D-Moll 7 macht ein bisschen eine Spannung über den G7. Die ersten paar Noten sind reine G7-Akkordtöne, also die Quint, die Sept und die 9, das ist ein höheres Intervall. Und dann haben wir die Sus 4. Und die will, erstens, wo die hin will, die will. Du, 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 di, du. Die löst sie wieder auf. Und dann machst du einfach den Grundton dazu, hast schon einen Teil von einem kleinen Lauf. Jetzt mache ich wieder D-Moll. Wieder Quint, Terz, Grundton, kleines Sept. Und geh wieder auf die Terz und am Grundton. Jetzt haben wir schon einen Lauf. So. Ja. D-Moll. Du kannst aber genauso gut sagen, naja, die dritte Stufe ist E-Moll in C. Die zweite ist D-Moll. Die sechste ist dann A-Moll, dann wieder D-Moll, dann E-Moll zurück und wieder D-Moll. Also zum Beispiel so. Jetzt kurz in G, damit ich das so spielen kann, wie es gehört. Das kennst du, oder? Du hast so ein Leiberlauf, dass du ein Zeppelin draufsteht. Sicher kenne ich das. Na, was ist das? Was passiert da? Der spielt A-Moll. Na klar. Und D-Dur. So klingt es ein bisschen fader, ne? Was macht er? Er spielt A-Moll, dann E-Moll über D, den Grundton vom nächsten Akkord. Ja. 2-5 Verbindung, das ist 2-5, A-Moll, D-Dur. Den Grundton lässt er liegen. Spielt er da E-Moll. Dann spielt er D-Dur, C-Dur. C-Dur ist die vierte Stufe von G, gell? Mhm. Und wieder D-Dur. Die fünfte. Mhm. Also E-Moll ist die sechste Stufe. Die fünfte. Die vierte. Wieder die fünfte. Das ist nichts, was nicht alles passiert da. Jetzt sieht alles wunderbar aus. Cool. Wieder zurück zum G. G7 ist die fünfte von C. Jetzt sind wir in C-Dur. Mhm. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte, vierte. Aber den da an Grundton G. Nur das Rauschen gerade. Grundton G. Ja, kannst du mir ein G als Grundton? Genau, super.